Hallo und guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Zapunzels Orakel mit den Tagesbotschaften in Kurzfassung. Heute für den 28.06.2022. Ja, man kann schon fast wieder an Silvester denken. Fangen wir mal an. Und Spirit, ich hätte gerne eine Karte, die den heutigen Tag beschreibt. Wie sind die Energien? Das wird heute ein Tag werden, an dem du jemandem zur Seite stehen hast, der dir sehr vertraut ist, der dein Leben unter Umständen schon längere Zeit begleitet, ja, jemand, dem du deine geheimsten Geheimnisse anvertrauen kannst. Es wird ein Tag sein, wo jemand zeigt, wie beständig er an deiner Seite steht. Ein Tag, der vielleicht ein bisschen holprig beginnt, das sagt nicht die Karte, das fliegt mir so an, der vielleicht ein bisschen holprig beginnt, der aber in Richtung Abend sich stabil und stabiler gestalten wird. Du kommst in deine Stabilität und irgendetwas möchte mir sagen, dass für manche heute neue Weichen gestellt werden in Richtung Zukunft. Das kann sich auf den Job beziehen, das kann sich auf die Liebe beziehen. Du weißt selber, wonach du hier schaust und guckst dieses Video ja eh in Eigenverantwortung. Nimm einen zweiten Impuls dazu. Grenzen. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Ja, das ist die Frage, ne? Wenn das Herz wirklich weit auf ist, ist das Herz eigentlich grenzenlos. Natürlich muss man sich vor schlechten Energien manchmal schützen, vor allen Dingen, wenn es einen körperlich anspringt. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Vielleicht kommt ja jemand an deine Seite, der dir diesen Schutz geben möchte, geben kann. Dann nehmen wir noch drei weitere Impulse für den Tag. Was kommt auf dich zu? Nutze heute deine Intuition. Es wird dir jemand zur Seite gestellt, mit dem du gemeinsame Pläne schmiedest, gemeinsame Projekte in Angriff nimmst. Es scheint aber auch ein Tag zu sein, deshalb habe ich eben gesagt, könnte sein, der beginnt ein bisschen holprig, wo sich irgendwas lösen möchte, wo irgendwo Reinigung stattfinden möchte auf der Gefühlsebene. Also solltest du ein bisschen downgebeamt sein zu Beginn des Tages. Lass raus, lass es fließen. Und vertraue vor allen Dingen heute deiner Intuition. Irgendjemand möchte dir zur Seite gestellt werden. Dabei belassen wir es und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Bedanke mich fürs Zuschauen, liken und abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal.